Hallo, liebe Schrauberfreunde. Viele Fahrzeuge heutzutage haben eine automatische Leuchtweitenregulierung, so wie auch unser Astra hier. Die Fehlermeldung, wenn ein Sensor davon defekt ist, seht ihr hier. Wir zeigen euch jetzt, wie man den Sensor an der Vorderachse erneuert. Um den Sensor auszutauschen, benötigen wir lediglich eine Viertel Zoll Knarre und eine Zehnernuss. Der Sensor befindet sich am Längsdreher auf der linken Seite. Als erstes ziehen wir den Stecker ab, dazu die Verriegelung zusammendrücken und den Stecker abziehen. Legt ihr den ein bisschen beiseite. Jetzt haben wir hier zwei Schrauben, einmal die hier und einmal die hier oben. Die schraubt hier raus. Die erste und hier unten die zweite. Ihr seht, der Sensor ist schon lose. So, komm, wir vergleichen mal. Dann haben wir hier den neuen Sensor. Warte mal, Schmidti, so hier rum. Sieht besser aus, ne? Jo, sieht gut aus. Die Verschraubung. Alles passt. Gleich. Können wir wieder einbauen. So, den neuen Sensor einsetzen. Die erste Schraube ansetzen und hier runter haben wir die zweite. So. Zweite Schraube. Nochmal ein bisschen ausmitteln. Festziehen und die Ohren festziehen. So, den Stecker nicht vergessen. Wieder aufsetzen. Und einrasten lassen. So, der Stecker ist drauf, der Sensor ist fertig montiert, wir können das Fahrzeug runter. Wie ihr jetzt hier seht, ist die Fehlerlampe mit ausgegangen, jedoch wird der Fehler noch im Bordcomputer angezeigt. Das liegt daran, dass der Sensor jetzt noch kalibriert werden muss. Das machen wir jetzt hier und ihr fahrt dazu in eure Fachwerkstatt. Let's go! Boah, Schmidti, was ist denn los? Mann, ich hab Hunger! Nein, lass uns was essen gehen. Und wenn ihr noch ein paar Videos gucken wollt, klickt hier und hier. Und nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren.